Hallo liebe Zuschauer, endlich geht es los mit dem neuen Skyrim-Projekt. Während ich hier rede, bekommt ihr nochmal die ganzen Belege für die Abstimmung eingeblendet und ohne langes Vorreden. Ich habe mich sehr gefreut, dass dann doch per E-Mail noch ein Zuschauer für Ragnar den Ork abgestimmt hat. Der ist mit einer Stimme dann im Endeffekt letzter geworden und auf Platz 2 ist Malwa gelandet mit insgesamt 5 Stimmen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und somit geht der erste Platz an unseren Waldläufer Fendal mit insgesamt 6 Stimmen. Und ja, wir beginnen jetzt einfach mal seine Geschichte. Er ist jetzt nach Weißlauf gereist, gerade bei Anbruch der Nacht angekommen und muss jetzt natürlich erstmal in Erfahrung bringen, ob er hier ein Haus bekommen kann, was das Haus kosten soll und so weiter und so fort. Und auf der Reise hat er noch ein Diadem gefunden, was man bestimmt auch gut zu Geld machen kann. Allerdings muss er jetzt erstmal dringend rasten, weil das natürlich doch eine sehr anstrengende Reise war. Und deswegen begeben wir uns jetzt erstmal zum Wirtshaus. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. So, die haben hoffentlich noch ein Zimmer für uns. Ah, das sieht doch sehr heimlich aus. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Guten Tag, junge Frau. Ich hätte gerne ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn vielen Dank. Kämpfe sind bald schon vergangen. Ihr könnt jetzt gehen. Ich möchte mich ausziehen und schlafen. Seid ihr hungrig, müde oder einfach nur durstig? Verschwinde. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Raus. Geht doch. Keine Privatsphäre hat mehr. Gut. Na dann, hauen wir uns doch erstmal aufs Ohr. Kämpfen ein Leben lang und kommt unser Ende. Das hat gut getan, auch wenn ich wegen dem Gejammer da unten lange nicht einschlafen konnte. Der Kerl singt immer noch. Es ist ein Wunder, dass er noch nicht heiser ist. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Na dann. Frisch ans Werk. Zuerst mal sollte ich mich hier vielleicht ein bisschen umhören. Ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten. Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Nein, so, das habe ich nicht. Köpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Weshalb wurdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das tut Gut. mir leid. Genug geplaudert. Ich gehe lieber. Guten Tag. Falls ihr Arbeit braucht,
Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ich suche nach Arbeit. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jahl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ich will keinen Banditen töten. Da habe ich Angst vor. Habt ihr Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Vielen Dank. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Vielleicht sollte ich dann erstmal dem Jarl einen Besuch abstatten, wenn man mich überhaupt bis zu ihm durchlässt. Ah. Was gibt's denn hier Neues? Kommt und seht euch meine Sammlung der feinsten Graumähnen Schmuckstücke an. Etwas edle Sammlerstücke und Zierschmuck. Gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Leider habe ich dafür kein Geld. Ihr sollt euch wohl mit einer all ihrer Sorgmutter annähern. Eure gute Tat ist tat. Habt ihr mir noch was zu erzählen? Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Ich möchte euch einen Antrag machen. Nein. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Soll ich mal mit ihm reden? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ich bin sicher, ein Pfeil dringt in seinen Dickschädel, allerdings ist das, glaube ich, nicht der beste Start hier in der neuen Stadt. Gut, dann muss der Jarl und mein Haus noch einen Moment warten. Die Holde Maid braucht meine Hilfe. Es gebe nichts, ihr steht mir im Weg, gute Frau. So, wer von denen könnte denn ein arrogantes Arschloch sein? Da kommt jeder in Frage. Ich wette, es ist der da hinten. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Jawohl. Guten Tag. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Unfug. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ich brauche doch mein Gold noch. Kann ich euch mit ein bisschen Gold umstimmen? Ihr wollt mich bestechen? Nun, auch ein Barde muss essen. Bei der Ehre meines Vorfahren. Ich werde die süße Carlotta nie wieder behelligen. Immerhin. Ein guter Rat zum Abschied. Frauen lieben so nett. Ich hoffe, es hat sich für mich gelohnt. Wir Nord sind stark. Holde Maid. Hallo. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Ja, das interessiert mich alles nicht. Mikael wird euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Jawohl, vielen Dank, das hat sich gelohnt. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Was führt euch auf den Guten Tag. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Es muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Was wisst ihr über die Khajiit?
Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Entschuldigung. Dankeschön. Lebt wohl. Nun dann, das klingt doch ganz interessant, was mir hier gerade über die Khajiit erzählt wurde. Vielleicht sollte ich denen erstmal einen Besuch abstatten. Vielleicht haben die einen Auftrag für mich. Schwere Entscheidung und deswegen möchte ich sie doch euch ans Herz legen. Soll ich erstmal zum Jarl gehen und mich über ein Haus informieren? Oder soll ich erstmal versuchen, die Khajiit zu finden und schauen, ob ich irgendwas für die tun kann, um noch ein paar wunderschöne, funkelnde Goldmünzen zu erbeuten? Schreibt es in die Kommentare und am besten dieses Mal nur in die Kommentare, weil ich sonst immer überall nochmal nachgucken muss, Twitter und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Deswegen nur in die Kommentare, Khajiit oder Jarl. Also, stimmt ab, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schönen Tag noch, ciao.